Mit einer Ehrung haben die Allgäuer Immobilien- und Bautage am Samstag begonnen. Die Präsentkörbe gingen an die 5 Aussteller der Messe, die seit deren Beginn an ununterbrochen dabei waren. Doch nicht nur diese 5 Unternehmen sind der Messe schon lange treu, auch viele andere Aussteller sind oft seit Jahren dabei. Wir freuen uns, dass es so ist, dass wir wirklich von Beginn an viele Aussteller haben, die sehr lange mit dabei sind oder auch jetzt eben in dem Fall 5 Aussteller, die sind seit 15 Jahren von Beginn an mit dabei sind und zeigt natürlich auch das ungebrochene Interesse auch seitens der Unternehmen, sich hier zu präsentieren, weil wir ganz gezielt Publikum haben, die sich zum Thema Bauen, Wohnen, Ausbauen informieren möchten. Einer der Aussteller der ersten Stunde ist die Wiegensbacher Firma Pro Natur. Dort hat man sich unter anderem auf ökologische Dämm- und Baumaterialien spezialisiert. Es ist immer die erste Messe so im Jahr, wo das Thema Bauen, Ökologie, Neubau, Altbau, Sanierung und Immobilien umfasst. Und da ist es eigentlich schon immer ganz interessant, am Anfang einer Bausaison letztendlich dabei zu sein. Ähnlich treu wie diese Aussteller sind auch die Besucher der Messe. Der Grund dafür ist ganz einfach. Weil eigentlich immer wieder was ansteht, wenn man selber ein Haus hat, irgendwelche Erneuerungen zu machen. Sind Sie zum ersten Mal jetzt auf dieser Messe? Nein, wir sind jedes Jahr da. Und weil wir selber ein Haus haben und dann müssen wir immer was erneuern oder was ausbessern. Heute haben wir ein gutes Produkt gefunden, eine ganz individuelle Waschbrückengestaltung. Haben wir bis jetzt noch auf keiner großen Messe gesehen. War sehr gut. Einer der Schwerpunkte dieses Jahr war das Thema Neubau, egal ob aus Stein oder Fertigbau. Ein anderer Schwerpunkt war, wenig überraschend, der Bereich Energie und Energiesparen. Also das Thema Photovoltaik und Solar ist ungebrochen hoch, die Nachfrage und auch das Angebot hier. Wir haben einige Anbieter, die hier zeigen die neuen Produkte. Es geht ja hier auch immer weiter von der Entwicklung her, dass die Geräte effizienter werden. Das ist nach wie vor sowohl von Anbieterseite als auch von Nachfrage haben wir also hier sehr, sehr viele Interessenten, die sagen, wir wollen da was machen und wollen das mit nutzen. Und auch bei der Sanierung sind natürlich auch diese ganzen Immobilien, die jetzt sagen, oder die ganzen Häuslebauer, die wollen jetzt was anpassen, wollen Energie sparen, auch aufgrund der Kostensituation. Für die Organisatoren und Aussteller heißt es aber wie bei vielen anderen Veranstaltungen, nach der Messe ist vor der Messe. Auch im kommenden Jahr werden die Allgäuer Immobilien- und Bautage im Kempner Eisstadion stattfinden, dann vom 14. bis zum 15. April 2012.